Hallo, mein Name ist Christian und das sind meine Gedanken zur Withings Aktivität. Der Withings Fitness Tracker mit dem Namen Aktivität ist eine sehr interessante Neuerscheinung aus dem Hause Withings. Als ich zum ersten Mal über das ursprüngliche Modell las, war ich zugegebenermaßen etwas skeptisch. Bei einem Preis von über 300 Euro war mir die Uhr eigentlich nicht smart genug, um sie eine Smartwatch zu nennen. Und vor allem, um mit den anderen Smartwatches in der gleichen Preiskategorie von Motorola über Sony oder LG zu konkurrieren. Aber bei der neuen Withings Aktivität Pop, so heißt sie nämlich, sieht die Rechnung gleich ganz anders aus. Für einen Preis von ungefähr 150 Euro erhält man eine tolle Uhr mit den praktischen Funktionen eines Fitness-Trackers. Und gerade die Fitness-Tracker, die entweder als hässliche Armbänder oder als kleine Clip-on-Stecker am Gürtel oder dem BH befestigt werden müssen, die kosten auch rund 100 Euro oder mehr. Da sind wir also mit der Withings Aktivität Pop durchaus preislich im Rahmen und es ist außerdem eine schicke Uhr, die man nicht so leicht verliert oder zu Hause vergisst, wie mir mit meinem Fitbit-Tracker schon häufig passiert ist. Also, was sind die Hauptfunktionen der Withings Aktivität? Es ist ein Fitness-Tracker, der sowohl die zurückgelegten Schritte als auch den Schlaf misst. Die Ergebnisse werden über das Smartphone an die Withings HealthMate App übertragen und dargestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt funktioniert die Uhr nur mit dem iPhone, aber der Support für Android soll wohl noch folgen. Die Einrichtung und die Konfiguration erfolgt übrigens auch ausschließlich über die HealthMate App. An der Uhr selbst gibt es keine Tasten außer einer Reset-Taste, die nur mit einem speziellen Tool getätigt werden kann. Und sogar um die Uhrzeit einzustellen, benötigt man das iPhone mit der Withings Application. Das geht aber sehr leicht, man muss nur mit dem beigefügten Werkzeug die Uhr zurückstellen, um die Paarung mit der Withings App zu aktivieren. In einem übersichtlichen Dialogfeld stellt man dann die Zeiger der Uhr jeweils auf die 12 Uhr Position und klickt dann weiter. Jetzt stellt sich die Uhrzeit automatisch auf die Uhrzeit des iPhones ein und später stellt sie dann auch automatisch zur Winter- und Sommerzeit um oder wenn man verreist auf eine andere Zeitzone. Für Jetsetter also äußerst hilfreich. Die Uhr verfügt außerdem über einen Wecker, der ebenfalls über die Withings App gestellt wird und mit dem integrierten Vibrationsmotor der Uhr sanft aufweckt. Der Motor ist nicht besonders stark und ich empfehle noch einen zweiten akustischen Alarm auf dem iPhone einzustellen, falls man den Alarm nicht spürt. Aber wer davon wach wird, weckt zumindest nicht den Partner, der auch mit im Bett liegt. Ein feines Feature. Um zu überprüfen, welche Alarmzeit eingestellt ist, tippt man einfach zweimal auf das Display. Die Zeiger bewegen sich dann kurz auf die Alarmzeit und wieder zurück. Ist keine Alarmzeit eingestellt worden, wird eine kurze Demo-Routine dargestellt, um das auch zu zeigen. Die Uhr kann angabegemäß auch die zurückgelegte Strecke beim Schwimmen messen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Die Uhr ist allerdings wasserdicht und das habe ich ausprobiert, was sehr praktisch ist und die meisten anderen Smartwatches nicht mitbringen. Dass die Uhr wasserdicht ist, finde ich persönlich sehr nützlich, da ich jemand bin, der seine Uhr rund um die Uhr trägt, auch unter der Dusche und dass ich auch im Urlaub nicht darauf achten muss, sie beim Schwimmen abzulegen, ist ein weiterer Pluspunkt. Die Uhr ist außerdem mit einem sehr weichen, wirklich absolut angenehmen Silikonband ausgestattet, das leicht trocknet oder auch nach dem Fitnessstudio-Besuch einfach unter Wasser abgewaschen werden kann. Das Silikonband macht die Uhr zu einer echten Fitnessuhr. Was gefällt mir nicht an der Uhr? Es gibt eigentlich nicht viel zu kritisieren. Ich würde mir wünschen, dass sie eine Datumsanzeige hätte. Das wäre die eine Sache. Und die andere Sache wäre fluoreszierende Ziffern und Zeiger. Also diese Beleuchtung, das wäre praktisch. Denn im Dunkeln, wenn man nichts sieht, sieht man auch nichts. Also wenn es dunkel ist, kann man die Uhrzeit nicht erkennen. Aber so wie die Anzeige jetzt aussieht, gibt es auch nichts zu meckern. Es ist wirklich sehr hübsch. Es ist vielleicht nicht ganz so hochwertig gestaltet wie die deutlich teurere Aktivität für 350 Euro, aber der Look ist klar, simpel und schick. Und wie man an meinem Handgelenk erkennen kann, ist die Uhr nicht besonders groß und wird auch gut von einem schmaleren, weiblicheren Handgelenk getragen werden können. Jetzt zum Start der Uhr gibt es sie in drei Farben. Schwarz, wie ich sie trage, blau und sandfarben. Aber wie man der Webseite entnehmen kann, wird es eine bunte Auswahl an Armbändern geben, um ihr einen individuellen Touch und ein deutlich anderes Aussehen zu verleihen. Komme ich schließlich zur Fitness-Tracker-Funktion. Im Prinzip muss man gar nichts machen. Die Uhr hat drei Zeiger. Zwei werden zur Darstellung der Uhrzeit verwendet. Der andere Zeiger zeigt die Tagesaktivität an, und zwar in Prozent der zurückgelegten Schritte. Standardmäßig ist das Tagesziel 10.000 Schritte und der Aktivitätszeiger zeigt die zurückgelegte Distanz in Prozent an. Wem diese Tagesleistung zu viel oder zu wenig ist,
ändert es entsprechend in der Withings App ab. Mir gefällt gerade dieses einfache Design der Withings Aktivität. Meine andere Smartwatch ist die Moto 360 und die zeigt natürlich auch die zurückgelegten Schritte, den Puls und vieles mehr an, was aber dazu führen kann, dass permanent etwas los ist auf dem Handgelenk. Die Withings Aktivität ist einfach eine hübsche Uhr, die einige smarte Funktionen unter der Oberfläche versteckt. Die Uhr verwendet das stromsparende Bluetooth 4.0, um mit dem iPhone zu kommunizieren, aber die Synchronisation der Daten erfolgt immer nur dann, wenn man die Withings App auf dem iPhone gestartet hat. Dann überträgt die Uhr die Schlafdaten und die aktuell zurückgelegten Schritte an das iPhone. Und die Synchronisation dauert eine Sekunde und es ist etwas langsamer, als man eigentlich erwarten würde, aber ein Prozentindikator in der App hilft, die Geduld zu wahren. Die Withings HealthMate App ist eine der besseren Fitness-Apps und ich habe sie bereits vorher verwendet, weil ich auch die Withings Waage habe, um das Gewicht automatisch festzuhalten und diese Daten werden ebenfalls in der HealthMate App dargestellt. Die Auswertung der zurückgelegten Schritte und der Schlafzyklen ist sehr übersichtlich gestaltet und sehr hilfreich. Der Speicher der Uhr kann wohl bis zu 30 Stunden an Daten speichern, aber mir ist schon zweimal passiert, dass ich meine zurückgelegten Schritte verloren hatte, wenn ich nur einmal am Tag synchronisierte. So, jetzt synchronisiere ich zweimal am Tag, einmal am Morgen nach dem Aufwachen, einmal am Abend und das klappt auch prima und es zeichnet alles auf. Der einzige Nachteil könnte sein, dass dadurch die Laufzeit der Batterie negativ beeinflusst werden könnte, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, denn die Batterielaufzeit ist nämlich noch so ein positives Merkmal dieser Uhr und wird mit bis zu 8 Monaten angegeben. Ja, keine 1 bis 2 Tage wie bei meiner Moto 360 oder 5 bis 7 Tage wie bei der Pebble Watch, sondern ganze 8 Monate am Stück. Und dann kann man die Batterie sogar selbst austauschen, wenn man will. Also, alles in allem bin ich ziemlich begeistert von dieser Uhr und jeder, der sie sieht, findet sie auch ziemlich schick und ist an ihr interessiert. Bei mir in der Familie wurden bereits 3 weitere Withings Aktivität Uhren gekauft. Und ich denke, Withings hat mit der Aktivität einen Nerv getroffen. Es bildet die Kernfunktion der Fitness Tracker ab, die tägliche Schrittleistung und den Schlaf. Und da der Tracker in Wirklichkeit eine Uhr ist, die man sowieso jeden Tag trägt, kann man nichts vergessen, man muss kein weiteres Gerät aufladen und man kann auch nichts verlieren. Das i-Tüpfelchen ist die Wasserdichtigkeit und die tolle Verknüpfung mit der iPhone-App. Mein erster Fitbit-Tracker musste mit einem Bluetooth-Dongle über den Computer synchronisiert werden. Das war einfach nichts, das war unbrauchbar. Das ist mein Review, meine Meinung zur Withings Activity Pop. Ich benutze sie ja seit einigen Wochen und ich finde sie toll. Es ist wirklich eine gute Uhr. Wem dieses Video gefallen hat, der würde mir einen großen Gefallen tun, wenn er das Video positiv bewerten könnte oder meinen Channel abonniert. Wer noch Fragen zu der Uhr hat, kann mir gerne einen Kommentar unterhalb dieses Videos hinterlassen oder dem Link zu meiner Webseite folgen, wo ich alles über die Uhr zusammengefasst habe. Vielen Dank fürs Zuschauen.